Schön, Schön, wenn man normalerweise als Besucher in ein Museum geht, sieht man, wie die Werke präsentiert werden. Man kann sich ganz in die Atmosphäre des Museums hineingeben, aber da steckt irre viel Arbeit hinter. Und da einfach mal den Blick hinter die Kulissen zu wagen, das ist das, was ich vom heutigen Tag erwarte. Das ist jetzt das Innere, ne? Hier. Das sind Belüftungsrohre, ne? Von der Klimaanlage. Von der Klimaanlage. Wir haben eine neue Klimaanlage. Sieht auch schon fast wie Kunst aus. Das sieht wie Kunst aus. Das ist der Passepartout-Schneider. Ja. Mit dem Political Internship versuchen wir, politischen Entscheidungsträgern die Möglichkeit zu geben, die Museumsarbeit grundsätzlich besser zu verstehen, also auch hinter Ausstellungswände zuschauen. Möchten Sie das versuchen? Ja, gerne, gerne. Also ich muss das nur hier festhalten. Und nur so können wir erreichen, dass Sie gut informierte Entscheidungen mit Museen zusammentreffen. Jetzt müsste es durch sein. Ja. Wir diskutieren ja auf politischer Ebene in Brüssel oft über Gesetzgebung, wo man im ersten Moment überhaupt nicht denkt, dass das irgendwas mit Kultur zu tun hat. Zum Beispiel Chemikalienrichtlinie. Wenn ich dann aber überlege, wenn dann Dinge verboten werden sollen wie Blei oder Cadmium und ich bin dann im Restaurationsbereich und ich habe alte Bilder aus dem Mittelalter, auch teilweise aus späteren Zeiten, wo Blei- und Cadmiumhaltige Farben verwendet wurden und ich will die originalgetreu restaurieren, dann muss ich die originale Farbmischung nach Möglichkeit auch wieder machen. Wo sind Herausforderungen, die man vielleicht im ersten Moment nicht auf dem Schirm hat, dass das was mit Kultur auch zu tun hat? Wir haben hier durchwegs auch Sachen, die sehr gute Qualität haben oder eben auch historisch interessant sind. Und um die Objekte auch in die Datenbank einpflegen zu können, muss man sie erfassen, ja, vermessen. Und dann zeige ich mal, wie wir das machen. Wir haben hier eine Madonna. Aus 1400 wahrscheinlich. Sagen, das sieht nach Mittelalter aus. Ja, natürlich. Von der Gesichtsform, genau. Und da, Flächigkeit im Gesicht. Ja. Wie darf man damit umgehen? Zum Beispiel die Statue auf das Bild stellen und dann rundum zeigen? Nein, das darf man nämlich nicht. Ne? So, Skulpturen fasst man meistens hinten und an der Unterseite an. So. Es gibt eigentlich eine neue multikulturelle Gesellschaft, die spiegelt sich noch nicht so in den Museumsbesuchen wider. Und deshalb haben wir eigentlich selbst die Initiative ergriffen, um zu schauen, inwieweit wir das, was wir hier zu bieten hat, was in großen Teilen tatsächlich mittelalterliche religiöse, christliche Kunst ist, wie wir das an Menschen mit nicht religiösen, nicht christlichen Hintergrund vermitteln können und haben seit einem Jahr eine Mitarbeiterin, die sich sozusagen mit dieser Problematik beschäftigt. Und zwar ist hier dargestellt die Beschneidung des Jesuskindes und das ist eine super interessante Darstellung, weil es sich ja um ein jüdisches Ritual hier handelt, das dargestellt ist, das aber eben vielen Besucherinnen und Besuchern, eben die aus dem Islam kommen, ja auch bekannt ist. Denn das ist ja auch ein gängiges Ritual im Islam. Und so kann man auch in Zeiten der Polykrise mit Kriegen, mit dem Klimawandel, mit Demokratien, die in Zweifel gezogen werden können, Museen einen Raum schaffen, wo man sich miteinander austauschen kann, ohne direkt in ein polarisierendes Narrativ zu geraten, mit hands-on kleinen Dingen, die man in seinem Alltag verändern kann.